Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Botschaft vom Universum. Ja, meine Lieben, das sind so zeitlose Botschaften. Das heißt, ich setze mich hier einfach an meinen Tisch und frage nach einer Message vom Universum. Ob das deine Message ist oder nicht, das entscheidest du selbst. Denn entweder du schaltest hier ein und du fühlst dich total abgeholt, total angesprochen, unterstützt, bestätigt, wie auch immer. Wenn das der Fall ist, dann nimm dir aus dieser Legung gerne mit, was dir gerade hilfreich erscheint. Und wenn du aber hier einschaltest und merkst, das passt irgendwie gar nicht zu dem, wo ich gerade stehe, dann lass es einfach an dir vorbeiziehen, denn dann ist es für jemand anderen bestimmt. Es ist auch egal, wann diese Botschaft dich erreicht, ist es nur wichtig, ob sie zu dir passt. So, wir schauen mal, welche Botschaft das Universum heute hat. Die fünf Schwerter und der Tod. Interessant. Win or lose. Es entscheidet sich. Aha. Ich sagte, es entscheidet sich und dann sehe ich die Liebenden, die ja von Entscheidungen sprechen. Win or lose. Ist die noch da? Jetzt habe ich da direkt so viel. Ja, hier ist sie noch. Es entscheidet sich. Neun Kelche. Dreams coming true. Die Konfrontation mit der Ungewissheit. Der Mond. Base Chakra. Ja, die Karten sprechen schon zu mir, meine Lieben. Deswegen nehme ich die jetzt mal. Gewinnen oder verlieren, es entscheidet sich. Werden deine Träume wahr? Lassen sich deine Träume gerade erfüllen? Es ist ein Punkt der Endner, der Tod ist endgültigen Entscheidung. Es kann aber auch sein, dass auf dem Tod hier steht Release, Skorpion-Zwillinge-Energie habe ich hier. Das Gefühl von Verlieren loslassen zu können, weil Base-Chakra, Wurzelchakra, weil... Wenn man auf einem sicheren, bei irgendwas auf einem sicheren Fundament jetzt gebaut werden kann. Spread your wings. Die zwei Stäbe, öffne deine Arme. Okay, die Base-Chakra-Energie hole ich auch noch raus, meine Lieben. Das ist für mich immer so ein bisschen Ast der Münzen-Vibes, ne? So Wurzelchakra. Etwas, die Wurzel von etwas sehen. Was ist die Wurzel dieser Situation? Ist es eine Situation, interessant, die Hohepriesterin Fische-Energie und das Rad des Schicksals Schütze-Energie. Ist der Ursprung dieser Situation, in der du gerade bist, ist es etwas, wo man nur verlieren kann? Oder wo... Am Ende des Tages kann man aus jeder Situation was gewinnen. Ne? So, der Turm, okay. Ich habe das Gefühl, es entscheidet sich jetzt. Was ist der Ursprung dieser Situation? Auf welchem Fundament steht irgendwas? Okay, win or lose. Der Turm, interessant. Win or lose. Ich würde sagen, mit der Sonne eher eine Win-Situation. Okay. Sonne ist immer das Potenzial. Nochmal die Hohepriesterin. Eine Karte zu Release. Die vier Münzen. Okay, Ass der Kelche an der Unterseite des Decks. I love it. So, die Liebenden. Oh, wow, es geht nochmal der Tod. Der Tod und die zwei Stäbe. Rat des Schicksals. Und da, meine Lieben, ist das Ass der Münzen. Interessant. Interessant, interessant. Okay. Ich glaube, ich sehe hier eine kleine Neckigkeit vom Universum. Also, wir sind jetzt gerade in der Schützezeit. Aber
Ich hätte gerne noch eine Karte zum Turm, bevor ich alles deute. Eine Karte zum Turm. Eine Karte zum Turm, liebes Universum. Der Teufel. Steinbock-Energie. Interessant. Eine Karte noch. Die neun Schwerter. Okay. Eine kleine Neckigkeit vom Universum. Ich habe das Gefühl, du bist in einer Situation, in der du mit deinen Ängsten konfrontiert wirst. Ne? Hier. Mond, Angst, Unsicherheit, Konfrontation. Möglicherweise auch hier auf der Karte mit dem inneren Kind, mit einem früheren Anteil deiner Seele. So. Und das Universum bringt dich jetzt in eine Situation, in der überraschenderweise die Dinge sehr viel besser laufen, als du dir das gedacht hast. So nehme ich das wahr. Und die Blockade, um eine Blockade bei dir zu lösen, eine Blockade im Sinne von Vertrauen. Ne? So, wir haben die Hohepriesterin hier, wir haben das Ass der Kelche hier. Vertrauen. Vertrauen in dich selbst, in eine Situation im Außen, an die Beteiligten, vielleicht auch an eine bestimmte Person. So, also, die Geschichte, die hier liegt, ist eine Situation, in der du zwischen Vertrauen und Angst auf jeden Fall so ein bisschen hin und her geschwankt bist, ne? Win or lose. So, jetzt überrascht dich das Universum und macht etwas wirklich gut. Die Sonne, die Hohepriesterin, Rat des Schicksals, Ass der Münzen zweimal und zeigt dir wirklich, hey nein, hier kann was Gutes entstehen. Ne? Es funktioniert, das ist ein Neuanfang. Und der Grund, warum das gerade passiert, warum du gerade so ein Erfolgserlebnis hast, ist der, wirklich dich damit auseinanderzusetzen, zweimal der Tod loslassen, wirklich diese Sorgen und Zweifel, Ängste, die du noch mit dir rumträgst, jetzt hier wirklich loszulassen und eine Entscheidung zu treffen. Die Liebenden sprechen am Ende des Tages von einer Entscheidung, auch die zwei Stäbe. Dich mehr von Vertrauen wieder führen zu lassen. Denn Angst ist die Blockade. Also, was ich meine, ich sehe eine Situation, in der du vielleicht auch ein Risiko eingegangen bist, ne, mit dieser Win or Lose, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt einfach mal, das war so ein bisschen ich sage jetzt mal, die Energie der letzten Tage, ich mache jetzt einfach mal und dann funktioniert es. Das soll grundlegend ein Vertrauen zurück in deine Energie bringen, dass das funktioniert. Und nicht irgendwie, und ich weiß, bei manchen ist, so auch das Schöne, das Gute in Frage stellen, weil man irgendwelche alten Erfahrungen noch an sich dran kleben hat, die einem sagen, ah, naja, wenn was Gutes passiert, dann kommt ja bestimmt auch bald was Schlechtes. Nein, das ist deine Blockade. Das Universum sagt, hey, es gibt Gutes. Schaffst du das? Schaffst du Vertrauen? Na, und am Ende des Tages sind die Liebenden Dualität. Na, so, natürlich gibt es Situationen, die nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. Aber schaffst du es hier wieder, in deine eigene Mitte zu kommen und zu sagen, hey, die Dinge dürfen gut laufen. Ich darf das annehmen. Ich darf annehmen, dass etwas viel besser ist, als ich erwartet habe und dadurch etwas in mir verankern. Anstatt möglicherweise in irgendein altes Verhaltensmuster zurückzufallen. Und zu sagen, obwohl es gut ist, zweifle ich weiter. Nein, das ist so eine kleine Neckigkeit vom Universum. Das Universum will dir sagen, hey, nimm das Gute, das in deinem Leben passiert, an. Ne? Dreams coming true. Wo sind sie denn? Ich habe sie schon weggemischt. Träume werden wahr. Also was auch immer in deinem Leben gerade wirklich Gutes passiert mit dem Ass der Münzen und dem Ass der Kelche, es ist für dich eine Chance, die Sorgen, die Zweifel, die Ängste hier loszulassen und dein Herz für das, was eben gut läuft, zu öffnen und da weiter im Vertrauen zu bleiben. Auf diese Energie aufspringen, anstatt da zu sitzen und möglicherweise trotzdem noch mit einer
naja, ich sage jetzt mal, mit einem Zweifel aus dem Fenster zu schauen. Na, so, okay, das ist jetzt gut gelaufen, aber was kommt dann? Na, so. Also ich nehme wahr, dass für diejenigen, die wirklich in so einer neuen Schwerter-Teufel-Energie sind, möchte das Universum irgendwie durch etwas Plötzliches, durch etwas unerwartet Gutes dir dabei helfen, eine Unsicherheit oder eine Angst loszulassen und zu erkennen, wie du das hier eventuell auch weiter gestalten kannst. Genau, meine Lieben, das lasse ich hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe eine Blockade, die losgelassen werden kann hier mit den vier Münzen und dem Tod. Möglicherweise auch in der Art und Weise, wie du in die Welt hinausschaust. Deswegen, wir gehen sehr stark auf diese Blockade drauf ein. Auch auf das Unerwartete, das unerwartet Gute, was hier passiert, das dich aufruft, wirklich wieder etwas über Vertrauen zu lernen. Und dann schauen wir einfach, meine Lieben, wo die Reise, Entschuldigung, wo die Reise hingeht. Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich sehr freuen, euch in meiner Soul Family begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu wissen musst und welche Vorteile du davon hast, findest du ebenfalls unten in der Infobox. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Wenn hier etwas passiert, was wirklich toll ist, die Sonne und die Hohepriesterin und das Ass der Kelche und das Rad des Schicksals und das Ass der Münzen, dann lass los. Release, vier Münzen ist auch eine Energie von Loslassen. Lass los von Dingen, die du dachtest, von Ängsten, von Zweifeln und lass dich mitnehmen vom Optimismus, von der Leichtigkeit, vom Glauben an dich selbst. Weil damit gestaltest du dieses Ass der Münzen viel besser. Und natürlich wirst du in deinem Leben irgendwann wieder an Situationen kommen, wo es nicht so funktioniert, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Aber was hier gehen darf, ist so ein Grund, ne, Base Chakra, so eine grundlegende negative Einstellung, unsichere Einstellung, ne, so. Jeder von uns in seinem Leben wird irgendwann nur mal Angst haben. Ne? Es geht nicht darum, dass wir angstfrei werden. Das ist gar nicht möglich. Es geht nur darum, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Und dass das Universum mit dem, was wirklich hier passiert, irgendwas wirklich Tolles. Einfach deine Zukunftsperspektive gerne nochmal verändern würde. Die Aussicht, ne? Die zwei Stäbe, die Aussicht, die du auf deine Zukunft hast. Und das ist irgendein Impuls, ne? So der Turm, die Sonne, das ist irgendein Gefühl, das das Universum hier aktiviert. Das sind beide sehr starke Aktivierungsenergien, um dich in eine optimistischere, vertrauensvollere Energie zu bringen, auf der sich, wie gesagt, die Dinge auch leichter gestalten lassen. Also, meine Lieben, unerwartet gut. Hab Vertrauen. Das ist genau das, was du sehen sollst. Dass es gut läuft. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.